Der Steirische Exportpreis in der Kategorie Mittleres Unternehmen. Ich habe das Unternehmen vor 35 Jahren gegründet. Ursprünglich beschäftigten wir uns auch mit Landmaschinen und mit der Produktion von Spezialmaschinen. In den letzten 20 Jahren haben wir uns ausschließlich auf Elektronik, im Speziellen aber um Messtechnik im meteorologischen Bereich spezialisiert. Wir sind weltweit tätig und beschäftigen sich ausschließlich im Bereich Softwareentwicklung, Softwareproduktion der Messgeräte und machen das sowohl in der Landwirtschaft, aber in zunehmendem Maße auch mehr in Richtung Smart City. Wir sind spezialisiert auf Kommunikationstechnologien. Unser Exportanteil ist etwa 98%. Wir beschäftigen uns mit sehr vielen neuen Kommunikationsmedien, speziell mit LoRa und mit Narrowband IoT, um das Ganze im Bereich Internet der Dinge voranzubringen. Wir beschäftigen derzeit 155 Mitarbeiter, wovon wir im Standort Oststeiermark etwa 55 Mitarbeiter haben. Der Rest der Mitarbeiter verteilt sich in Kanada, USA, Brasilien und auch Australien bzw. Europa. Mein Name ist Gottfried Pessl, CEO von Pessl Instruments.